Herzlich willkommen zurück zu Ghost Exile. So, erstmal wir equippen uns, dann suchen wir die Identität des Geistes heraus. Jasmin ist natürlich mit dabei. So, wir nehmen die drei Sachen mit. Hier. Oh, dieser Hubschrauber. Hier ist auch so ein Helikopter. Ja, immer in jedem Spiel. Ach wow, ich glaube, das ist der, der unser Zelt und unser ganzes Zeug hier hingeschmissen hat. Mhm. Okay, wir müssen den Geist herausfinden. Null Problemo. So, die Frage ist, wir können wohl ein Kruzifix nutzen, aber ich glaube, das müssen wir erst kaufen. Ich denke nicht, dass wir das finden werden. Und wir können neue Geister, wenn die noch nicht in unserem Buch drin stehen, im Zelt, können wir hinzufügen. Licht noch nicht, wo ist denn der Strom? Der Strom war... Ich bin mir nicht sicher. Im Keller. Hm. Oh, EMF3. Bist du gerade im Keller? Nee, ich mache mich aber auf den Weg. Ich werde jetzt die Power anstellen. Nee, hier nicht. Hier war's. War ich hier irgendwas? So. Soll ich die Heizung auch gleich mit anmachen? Ja, ne? Mach doch. Dann wird das schon mollig warm hier drinne. So. Ich habe ja gehofft, dass ich jetzt direkt einen Orb oder sowas sehe. Ich hab MF. In der Küche, ne? Mhm. Aber hier habe ich 5 Grad. Hier ist das Feature-Brett. 2 Grad. Mein Thermometer spinnt und zeigt hin und wieder Minus an, aber ich glaube, das zählt nicht. Lol. Total confused. Ist aber schön aktiv hier, ne? Hm. Oh, da hat er gerade was bewegt. Oben. Also wir brauchen erstmal die ID-Card. Wir müssen erstmal herausfinden, wie der heißt, der Geist. Der hat ja gerade irgendwas umgeschmissen. Oh, ne. Keine Fingerabdrücke. So, was können wir hier aufmachen? Gar nichts. Ach, du bist auch oben. Oh mein Gott. Oh my goodness. Ich habe mich kurzzeitig wieder über deine Figur erschrocken. Mhm. Oh, ich finde das irgendwie voll nervig. Was? Mit du hast Gefracker? Hier so viele Sachen und kannst gar nichts davon nehmen. Nee, auch nichts aufmachen. Ich habe jetzt so einen Zettel, aber ich kann den, glaube ich, nicht lesen. Ich glaube, ich bin gleich tot, ey, wenn das so weitergeht. Mein Inventar ist leer. Ist so ein schwarzer Tintenklecks gewesen. Ich habe noch ein Feuerzeug. Ich kann hier auch keine Schränke aufmachen, fällt mir gerade auf. Irgendwer hat gepinkelt. Oh Gott! Ah! Du Affe! Ich finde das auch doof. Hier ist so viel und du kannst nichts nehmen. Ich finde das irgendwie anstrengend. Es wäre halt cooler, wenn man alle Türen aufmachen könnte von jedem Schrank, ne? Ja, und wenn du auch alles mal nehmen und gucken könntest, aber es... Ja. Oh, das ist nichts für mich, ey, dieses Spiel. Habe ich keine Geduld für. Ja. Ah, also hier. Bis 0,4 Grad sind wir gekommen. Oh. Und der Name ist? Weiß ich nicht. Hab ich gleich. Lädt. Und lädt. Ja, ist keine gute Internetverbindung hier im Haus. Sein Name Penelope Brown und ist 9. Ja, toll. Penelope. Auch ein schöner Name. Ah. Was ist denn er überhaupt?
Da steht sie. Oben bei dir, ne? Die dreht ihren Kopf voll komisch. Warte, wo ist sie denn? Hier. Ich komme, ich komme, ich komme. Wo? Da. Jesus. Alter, hab ich Gänsehaut. Oh, hier ist ein Kruzifix. Bist du doof? Das liegt da schon immer drin. Das kriegst du gar nicht raus. Oh. Oder bin ich... Oder sind wir voll? Wie macht ihr den Lichtschalter aus? Nein, das hat man letztes Mal schon nicht rausgekriegt. Hier, Handabdruck, glaube ich. Hier, guck mal, da ist doch irgendwas. An der Ecke. Ist da nicht nur die Tapete kaputt? Nee, das... Guck mal, wenn die Dings weg ist... Die war ja gerade am Lichtschalter. Okay, ich sehe es nicht. Okay, ich würde sagen... Doch, jetzt ist weg. Ja, dann ist auf jeden Fall... Handabdruck. Ah, ja. Gut. Wie steht denn das hier nochmal? Ist das denn Spuren von Ektoplasma? Gott, ey, war das gruselig, ey. Und dann bin ich dichter rangegangen. Dann hat die mich angeguckt mit einem schwarzen, offenen Mund. Ich gehe mal einfach davon aus, dass der Handabdruck Spuren von Ektoplasma ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Was sonst? Was auch sonst. So. Oh. Aber auf jeden Fall war es kein EMF-5. Es ist auch von den Temperaturen her... Wir hatten, glaube ich, noch nicht einmal wirklich Minustemperaturen, ne? Was habe ich denn noch? Ich habe noch die Kamera. Ich würde die hier im Badezimmer platzieren, wenn die hier erschienen ist. Oh, ja, ein kleines Mädchen auf jeden Fall war das. Da muss passen. So, das. Was habe ich noch in der Tasche? Nur das Thermometer. 1,6 Grad. Ich dachte, du hast das Licht angemacht. Ah. Danke, Penelope. Wo bist du denn? Arbeitsraum. Hier. Arbeitszimmer. Drei. Ich hole noch mal ein paar Sachen rein. Oh, ey, jetzt mach die Schmierwasser hier an. Okay, das und das geht gar nicht mehr. Nee. Oder? Hab ich's? Nee. Okay, ich nehme das noch mal mit rein. Hast du den Backofen aufgemacht? Nein. Ist Penelope denn verrückt? Was ist denn, wenn man sich... Hier an der Tür ist auch nochmal Handabdruck. Also irgendwas an der Tür. Da läufst du gegen? Mach nochmal. Ich hab nicht gesehen. Nee. Da. Ja. Auf der anderen Seite, ne? Nee. Hier, 4. Die ist hier irgendwo. Ja, die ist hier im Kinderzimmer gerade nebenan. Hä? Ich verstehe dieses Ding noch nicht, diesen Trackman. Trackman. Okay, und das Kreuz kann man nicht nehmen. Ja. Ist ja skurril. Ich dachte, man könnte das in der Hand nehmen. Penelope, kannst du mit uns reden? Kannst du über die Geisterbox mit mir reden? Ich hole mal das Buch auch noch rein, wa? Jetzt schon, ey, die macht Jenny das Wasser an. Penelope, hast du eine Blasenentzündung? Du musst du auf Wasser lassen. EMF3. Arme kleine Mädchen. Er hat zu lange draußen im Schnee gespielt. Es tut die ganze Blase, tut weh beim Pullern, es brennt.
So. Hallo. Na? Schön, dass Sie da sind. Hm. So. Müsste ja da unten gehen, ne? Sehr merkwürdig. Und dann habe ich also noch das Buch. Du bist ja sehr klein. Auf jeden Fall haben wir schon Spuren von dem. Schreib ins Buch. Mehr haben wir gar nicht, ne? Nur Fingerabdrücke. Komm mal ins Badezimmer und schreib mal ins Buch. Penelope, kannst du einmal mit rüberkommen ins Badezimmer, da ins Buch schreiben, bitte? Schön, dass du deine Arbeit beendet hast. Komm mal mit. Okay, und hier, schreib ins Buch. Musst du nicht das die Dings-Taste dafür drücken? Ja, mach ich doch. Achso. Penelope, bist du in der Badewanne? Ich nehme den mal. Die macht so oft das Wasser an. Das muss doch irgendwann mal funktionieren hier. Schreib ins Buch. Oder mal. Oder mal, wenn du zu blöd zum Schreiben bist. Wie alt bist du? 9. Naja, also. Ja, jetzt lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster hier, ne? Doch. Bis sie sauer wird. Kleine Mädchen sind die schlimmsten. Die sind garstig und gefährlich und gemein. Mhm. Angenommen, der Bewegungsmelder, der grüne, leuchtet rot. Hat das was zu sagen? Sie hat ins Buch geschrieben. Ja, cool. Naja, gemalt. Geisternotiz. Kann ich mir das angucken? So, zeig mal her. Oh, sie hat ein total schönes Bild von dir gemalt. Mit X-Augen? Ja, und daneben ist ein kleines Mädchen mit einer Säge und sägt dir gerade den Kopf ab. Geil. Oh, voll schön, ey. Auch wie sie die Details gemacht hat, deine weinenden Augen, die Tränen. Aber du hast ein Lächeln, während du stirbst. Immerhin. Ah, gleich bist du tot, wenn du so weitermachst. Wie sieht mein Charakter aus? Bin ich ein Mann? Ja. Verdammt, das könnte auch ich sein. Penelope, deine Kunst sagt mir nicht zu. Dafür gibt's eine 3-. Ich schreibe mal in das Notizbuch, dass wir Geisternotizen haben. Dann wären wir jetzt immer noch beim Piru. Laserprojektion. Dunstorb. Wir haben ja nur die paar Geister, ne? Mehr haben wir ja gar nicht. Naja, du kannst, wenn du neue Geister ermittelst, kannst du die hinzufügen. Aha. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie. Ja, das war mir klar. Ja, so weit bin ich nicht gekommen. Mhm. Und zwar haben wir in der... Dieses Mal, wir haben das. Und wir hatten auch noch Spuren von Ektoplasma. Mhm. Also wir müssen den Geister, den Infrarot-Bewegungsmelder checken und Geister-Orbs. Mir ist irgendwie schlecht, ey. Ganz im Tag schon. Überfressen. So ist das bei All-You-Can-Eat-Buffet. Das muss ich aber nicht nochmal haben. Das war mir viel zu voll. Das war mega teuer. Teuer und voll war das. Das hat sich gar nicht gelohnt. Ich bin nur 2-mal aufgestanden mit meinem Teller und habe die anderen Teller aufgegessen. Ja, deswegen. Also ich, das ich hatte vielleicht 2,5 Teller. Das war echt. Deswegen sage ich, das hat sich nicht gelohnt. Also muss ich nicht nochmal haben. Es war zumindest nicht lohnenswert. Was ist das denn für ein Ton? Das frage ich mich auch gerade. Geistergeheul? Ruhig. Es ist draußen.
das? Aliens, die die Erde attackieren? Ich dachte, das ist hier im Spiel. Aber auf jeden Fall draußen wahrscheinlich der Zug. Was ich nicht ganz verstehe, der Infrarotbewegungssensor, der liegt ja, ja richtig gut eigentlich. Die ist doch die ganze Zeit hier vorne. Vielleicht muss ich ihn anders hinpacken. Alter, ich kann mir nicht auf die Kamera. Das ich kann da grad nicht drauf gucken. Könnte sein, ne? Ich pack dir mal gegenüberliegend hin. So, jetzt muss er erstmal wieder hochfahren. Aber die hat jetzt auch das Waschbecken schon eine Weile nicht mehr angemacht, ne? Kannst du das Waschbecken anmachen? Penelope, es ist Zeit für die Badewanne. Papa hat dir extra auf den Rand gekackt. Hier ist so ein richtiger Kackstreifen am Rand. Soll wahrscheinlich vom Wasser sein, aber es sieht aus, als wäre da einer mit Dünnschiss, weißt du, so einmal. Nee, da hat einfach einer nicht sauber gemacht, wie immer. Die Wanne runtergerutscht. Das ist, Du musst dir mal eine Frau anschaffen. Ja, wie war hier gerade? Du brauchst es nicht selber putzen. Ja, sollte ich tun. In diesem Haus hier scheint keine Frau gelebt zu haben. Außer Penelope, aber die war wohl noch zu klein. Was hast du dir hier drei den Wannenrand runtergeschissen? Was sieht denn, ey? Oh Gott! Ich sehe Feuer! Ja, ich auch. Ich verbrenne. Ja, ich habe mich auch gerade erschrocken. Was war denn das für eine Kacke, oh mein Gott. Oh. EMF3. Will ihr mir damit was sagen? Also in dem Infrarot-Dings sehe ich nichts, aber ich habe auch noch keinen Orb gefunden. Aber die soll ich checken, hat er gesagt. Der was Buch. Sollst du checken? Was sollst du checken? Ne, das Buch hat gesagt, ey, Bro, schön, dass du hier bist. Ah, mit deinen zwei Hinweisen kann ich nichts anfangen. Guck mal, ob da noch Geisterorbs sind oder Infrarot-Laser-Bewegungs-Dings. Ich das hier voll abfangen. Oder ist das der Bewegungssensor? Oh. Ich habe gerade ein Bild abgehangen. Haben wir für den. Das ist der Infrarot-Bewegungsmelder. Lol. Laserprojektion. Och, bin ich dumm. Bin ich dumm. Bin einfach nur dumm. Kleinen Moment. Ich habe das Rätselslösung gefunden. Mhm. Und zwar ist das ja der da. Das andere ist ja der Laserprojektor. Wieso konnte ich denn das Bild jetzt abhängen? Hat das eine Bedeutung? So, Obake. A new type of ghost has been added to the Hunter's Diary. Wieso konnte ich denn das Bild da abhängen? Ist hier irgendwas? So, und dann wäre es nämlich das heilige Ritual von Dero. Wie funktioniert das mit dem Ritual? So, Obake, ist ja richtig. Muss ich dafür noch ein Buch kaufen? Also, was ist jetzt, was hast du jetzt eingetragen? Ja, die Obake habe ich ermittelt. Also wieso steht das bei mir jetzt auch schon drin? Das wird automatisch übertragen, wenn man es herausgefunden also, hat. Obake. Ob das richtig ist, sehen wir, ob das Licht angeht. Aber wir müssen das Ritual von Dero machen. Wo habe ich denn das gesehen? Bei mir im Buch. Das heilige Ritual von Dero. Das haben wir aber nicht. Oder ist das eins von denen hier? Wieso sind hier manche Sachen auf Englisch, manche auf Deutsch? Weiß ich nicht.
Das Siegel des Ahmed wird benutzt, um verlorene Seelen und Dämonen auszutreiben. Das Basissiegel ist schwach und benötigt zusätzliche Bestandteile, um das Band zu verstärken. Anaberon. Das Siegel von Anaberon ist stark und verlangt Präzision. Der kleinste Fehler reicht aus, damit das Siegel nach hinten losgeht. Erhöht die Macht des Geistes, wenn das Portal zu groß wird, bricht das Siegel und eine Jagd beginnt. The seal trap, if the ghost touches the seal, it will delay it for a while. Okay. Dancing Queen, da 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 da. Ach. Bist du das? Nee, was denn? Hey, komm mal schnell raus. Komm mal ganz schnell raus aus dem Zelt. Ja, ja, ja. Guck ja. mal oben auf dem Balkon. Oh. Oben auf dem Balkon, da gibt's nur einen Mann. Hallo. Na, ich musste mal ein bisschen frische Luft schnappen. Mach mal ein Foto von der. Ja, womit denn? Haben wir keine Kamera? Nein. Der ging's bestimmt nicht gut. Ich komm mal rein zu ihr. Oh, oh. Besser nicht. Es ist auch weg, EMF4. Besser nicht. Da geht die voll ab, wenn ich da reingehe. Okay. Na gut, ey, ich habe nur hier die Gegend angeguckt und sehe da, denkt so, hä? Ah, während ich ja hart arbeite und versuche herauszufinden, wie wir dieses komische Ritual von Dero machen, guckst du dir die Gegend an, ja? Ja, ich finde das hier so gruselig, weil alles so dunkel ist. Außer das Haus hier und dann stand die da oben. Penelope! Komm mal zur Tür, Ding Dong! Penelope! Weißt du, was wir gar nicht so groß gemacht haben, die Runde? Wir haben gar nicht mit dem Geist interagiert. Wir haben gar nicht gefragt, wo bist du? Ja, mach doch mal. Ja, jetzt weiß ich ja sogar, was es ist. Wir sehen ja die ganze Zeit, wo die ist. So, bestimme, führe ein Ritual des Exils aus. Zeichne ein Siegel der Aktivität in den Lieblingsraum des Geistes. Mache ein Foto von dem Geist. Nimm ein Foto von dem Geist im Jagdmodus auf. Ist ja eigentlich wie Phasmo hier. Betäube den Geist während einer Jagd mit Räucherwerk. Ja, nur das Herausfinden ist wie Phasmo. Alles andere ist mega anders. Findest du? Ich finde, das ist wie Phasmo. Ah ja, dann mach mal ein Ritual. Ja, außer das Ritual. Außer das Ritual. Jasmin, es geht nichts ohne das Ritual. Dass der öfter mal ein Geist erscheint, aber sonst eigentlich... Ne, die Aktivitäten sind besser. Die Geister sind cooler. Sehen besser aus, finde ich jetzt persönlich. Und das mit dem Ritual konnten wir ja noch gar nicht, so weit sind wir ja noch überhaupt nicht gekommen. Ja, wir können das Reacher-Brett aber verbrennen, dann können wir ja sehen, was passiert. Was denn? Ja. Hier. Tatsächlich. Ja, los, komm, scheiß drauf, wir machen's. Hey, die hat hier gerade was auf. Ich nehme alles auf. Ich filme dich. Wo ist das? Wir betreten das Geisterhaus. Wo ist das Reacher-Brett? In der Garage, ganz rechts auf der Regentonne. Hast du es immer noch nicht genommen? Ich kann das nicht nehmen, ich bin voll. Schmeiß was weg. Ja, schmeißt du da was weg? Hey, du brauchst doch nichts mehr. Ich filme, ich bin der Kameramann. Klar brauche ich noch was. Ein geheimnisvolles Buch. Das ist eine Häuser, so nee, es ist ein Reacher-Brett. Wo ist denn hier der Raum gewesen, da nicht? Da? Wir werden es verbrennen, um den Geist zu besänftigen. Ja, wir gehen sowieso gleich drauf, aber ich will mal sehen, was passiert. Hier, du altes Medium, du musst schon mit mir reden, ne? Was ist denn das für eine Trash-TV-Show hier? Hä, wie geht denn das da rein? Geh in die Hocke und dann schmeißt es da rein. Vielleicht musst du auch erst das Feuer anmachen. Hast du ein Feuerzeug? Ja. Hä? Okay. Wir verbrennen nun das Reacher-Brett. Muss man das anmachen vielleicht? Brennt das nicht schon? Und? Ich sehe nichts.
Also wenn was passiert, ich hab's auf Kamera. Da passiert nichts. Wieso ist auf Kamera, ich kann nicht mal die Wand da hinten sehen, da ist alles nur schwarz. Ist es verbrannt? Ja. Ach, du hast es aufgenommen. Ja nicht, geht das nicht mal richtig rein da? Wo bist du? Hä? Ich bin immer noch hier. Ach so, ja, dann komme ich wieder rein. Hä, hey, bist du rausgegangen? Nein. Hä, hey, wieso das denn? Ich bin nur im Keller, ich mach das Licht an. Mhm. Da, 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 da. So. Weil die Aufnahmen sind so schlecht in Infrarot, weißt du? Da glaubt uns doch keiner. Geht nicht weiter rein. Kannst du irgendwas anderes verbrennen? Die ID-Karte von ihr oder so? Nee. Warte mal, halt. Glaube ich nicht. Ich pack mal das Thermometer weg. Das geht nicht weiter rein. Ja, ich merk das. Ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Hm. Aber wenn wir das nicht verbrennen können, oder was können wir denn verbrennen? Dich. Hast du es wieder aufgenommen? Nein, es liegt doch da. Bei mir ist es weg. Ich geh mal, vielleicht kann man ja irgendwas noch hier auf... Ich hab was. Ich hab... Jetzt habe ich hier mein Dings weggeschmissen. Stehst du Schmiere? Ich hab was. Hä? Aber... Feuerzeug? Aber wo ist es? Was denn? Ich habe irgendwas vom Schrank aufgenommen. In dem Inventar vielleicht? Nee. Ich gehe mal zum schlauen Buch. Vielleicht kann mir das weiterhelfen. Nee, hier kann ich nur den Geist eintippeln. Ich habe so eine Art Stein oder irgendwas in der Richtung. Sehr skurril. Jetzt einmal hier meine Tasten durch. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich habe was aufgenommen, aber ich kann es nicht mehr rausholen. Hä? Mit dem Koffer, das verstehe ich auch noch nicht. Den kannst du aufmachen, aber du kannst da nichts rausnehmen. Habe ich auch noch nicht so ganz gerafft. Welchen? Im Dings. Garage. Jo. Mich wundert das jetzt, dass dieses komische Ding weg ist, was ich aufgenommen habe. Ich bin tot. Nein, bin ich nicht.
Da standen aber viele. Ja, ja. Eben. Ja, ja, das waren keine Kinder. Ich bin mir ziemlich sicher, das waren keine Kinder. Oh. Er war genauso groß wie ich. War das eklig. Er hat an meiner Taschenlampe gewackelt. Und A gerufen. Damit hatte ich nichts zu tun. Der hat einfach meine Taschenlampe gegriffen und gewackelt. Und hat A gerufen. Und hat A gerufen. Sag's doch nochmal, damit wir es denn beim dritten Mal doch verstanden haben. Los. Er hat an deiner Taschenlampe gewackelt und hat A gerufen. Hey, woher weißt du das? Das habe ich niemandem erzählt. Ah, okay. Ja. Also da ich nicht weiß, wo der Stein hin... Ich muss mir mal echt nochmal was im Internet angucken hier. Zu der ganzen Thematik, damit ich weiß, wie das funktioniert. Hast du mal auf Tab gemacht? Ja, aber ich kann das nicht... Bei mir sind 4 Sachen sowieso gesperrt und im Inventar habe ich nur ein Feuerzeug. Oh, was ist das für eine Musik? Okay. Hm? Sie war jetzt ziemlich dicht. Wo? An der Tür gleich hier vorne rechts. Hast du sie gesehen? Nee, aber sie wollte mir die Tür zumachen. Ah, okay, okay. Aber ich war noch drinne. Das war das Problem gerade bei uns beiden. Ach, sie wollte die Haustür zumachen? Nee, die andere davor. Die Küchentür hier, oder was das da sein soll. Aber wo ist sie denn? Penelope! Muss irgendwo hier sein. Voll die Gammelrunde, ne? Weil wir einfach zu dumm sind. Aber wir haben endlich herausgefunden, wie man einen neuen Geist hinzufügt. Hey! Surprise. Surprise, motherfucker. Aber wir wissen immer noch nicht, wie man dieses komische Ritual macht. Und? Da Hunterbrock an der Tür. Wir wissen halt auch nicht... Also es ist ja nicht nur das Ritual. Ich stecke immer Sachen ein, aber ich kann die nicht mehr rausholen. Hast du jetzt hier gar keine Kamera aufgestellt? Nee, die habe ich weggeschmissen, glaube ich. Nee, ich habe die sogar noch. Hast du mal hier Kerzen gesehen in diesem... Nö. Diesmal nicht. Die ganzen Kerzenständer sind nämlich leer, ne? Naja. Jetzt hätte man da nochmal versuchen können, eine anzuzünden. Ja, egal. Komm, wir gucken jetzt erstmal, ob wir zumindest damit richtig liegen, mit der Obake. Ja, bevor du dir noch ganz in die Hose machst. Hä, bin ich auch ein Typ? Ja. Ich will kein Typ sein. Du hast auch Obake ausgewählt, ne? Denke. Ja. So, wollen wir doch mal schauen. You're back. Let's try to do better next time. It was Obake! Aber wir haben keinen Geist im Exil. Ich werde das heute noch. Pass auf, zur nächsten Folge wissen wir, wie das funktioniert. Da unten ist doch das. Da ein runter. Nein, aber wir haben keine Geister im Exil. Wie in was im Exil? Ist ein X, ein rotes. Hä, das war der von vorhin. Der andere ist hier unten. Bei mir nicht? Da siehst du doch dieses Gelbe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zettel bei uns nicht gleich hängen. Der Con bla bla bla, den hatten wir doch letztes Mal und das ist doch das andere Haus. Hä? Wir hatten doch eben gerade ein Obake und das ist ein Obake. Bei mir steht der Obake nicht, der steht da unter bei mir. Bei mir steht er hier. Ja, schön für dich. Ja, schön, ja, ja. So, das war wieder Ghost Exile. Nächstes Mal, wie gesagt, ich werde herausfinden, wie das funktioniert, genau mit den Ritualen. Ich werde da jetzt richtig mal reinsuchten und nächstes Mal wissen wir Bescheid. Denn wissen wir, wie wir das ganze Rätsel lösen müssen oder ob wir erst Equipment kaufen müssen, um das zu machen. Das weiß ich nämlich nicht. Wir finden es heraus in der nächsten Folge. Schaltet gern wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.